The slaves, that's what show they go lose their rights as human beings. You will lose your true identity as African. Seit wir auf unsere Reise von Deutschland nach Südafrika aufgebrochen sind, konnten wir die Vielfältigkeit des afrikanischen Kontinents bewundern. Zwischen der weiten Wüste im Norden, den Savannen und Urwäldern Westafrikas und Begegnungen mit tollen Menschen waren unsere Erlebnisse vor allem eins: positiv. Nach 7 Monaten sind wir mittlerweile in Ghana, der Goldküste Afrikas, angekommen. Neben der atemberaubenden Landschaft, den vielfältigen Kulturen und Traditionen finden sich hier bis heute Spuren der dunklen Vergangenheit Westafrikas. Diese Reise bewegt sich für uns immer zwischen Abenteuer auf der einen Seite und historischer Verantwortung auf der anderen Seite. Welcome to Ghana. Wir sind hier am Cape Tree Point, ganz im Westen von Ghana und haben hier einen richtig schönen Platz direkt am Meer. Aber weil wir so viel rumgesessen haben, müssen wir jetzt mal ein bisschen Auslauf bekommen. Wir alle also drei. Wir. Dieser Hund auch, aber vor allem auch wir. Ja. Zweieinhalb Kilometer später haben wir es fast geschafft. Unser Ziel ist da. Wir sind jetzt einfach hier der Straße gefolgt bis zur Küste und hier steht dieser Leuchtturm. Schauen wir mal, wie die Aussicht ist oder ob wir da überhaupt hochkommen. Ah, okay, we didn't bring any money. How much is it? It's 26 Euros. Toll, jetzt sind wir extra hergelaufen, jetzt können wir nicht hoch. Es war eigentlich ein bisschen dumm, kein Geld mitzubringen. Ja. Naja. Also hier gibt es eigentlich so ein. Ich habe hier einen coolen Ausblick auf die nächste Bucht von da oben und es gibt hier halt, das heißt ja Cape Three Points, also es gibt hier so 3 Arme da vorne im Wasser, aber da vorne dürfen wir auch nicht hinlaufen, weil wir kein Geld haben, also naja. Ein bisschen verkackt, das liegt glaube ich einfach daran, dass wir die letzten Monate nicht mehr in Regionen waren, wo es so ein touristisches Angebot gab, also zum Beispiel die Wasserfälle und alles, was wir so jetzt in den letzten Wochen gesehen haben, war ja einfach so irgendwo random in der Natur. Und dadurch haben wir irgendwie nicht dran gedacht, Portemonnaie einzupacken, weil wir einfach hier nur so eine Gassi-Runde gehen wollten. Wir haben doch noch einen Weg gefunden, es hat uns jemand Geld geliehen, aber der Hund darf nicht mit hoch, deswegen gehst du zuerst, oder? Okay, jetzt ist auch klar, warum Lotta hier nicht mit hoch kann, weil Leitern steigen geht dann doch nicht. Okay, jetzt geht's raus auf den Balkon. Hier hat man die gute Aussicht. Schön. Die Aussicht ist auf jeden Fall schon ziemlich cool von hier oben. Wie kann man jetzt diese drei Felsen sehen, die hier so reingehen, mit den Palmen davor, das ist echt mega schön. So, jetzt wo wir ja doch bezahlt haben, dürfen wir auch hier runter und jetzt nutze ich das natürlich auch mal. Das hier hinter mir war übrigens der erste Leuchtturm, so wie es da eingraviert ist, von 1875, da war oben noch mehr drauf, also es war schon noch ein Stück höher hier oben. Okay, man sieht den gerade nicht. Der Leuchtturm, das ist die moderne Variante, habe ich ja auch gerade gesehen. Die läuft automatisch, da sind LED-Spots drin und da sind ganz viele Akkus. Damit wird der betrieben. Wow, das hat sich definitiv gelohnt, hierher zu kommen. Richtig schön. Ich glaube, das ist eine Kokosnuss. Ich habe richtig Hunger. Ich hoffe, die ist noch was. Nice. Leider habe ich den ganzen Juice verloren. Ja, ich habe was gegen den Hunger. Okay. Wo hast du die her? Die liegen ja am Boden. Können gleich noch eine holen. Nice.
Okay, hier kommt der ultimative Kokosnuss-Survival-Hack. Ich nehme jetzt hier so einen Splitter von der Kokosnuss und dann kann ich das jetzt hier so rausschaben. Easy. Richtig geil. Hier liegen noch mehr rum. Ich glaube, ich esse gleich noch eine. Also, easy. Seven vs. Wild kann kommen. Ich bin ready. Okay, dann geht's mal wieder zurück. Die Sonne geht langsam unter. Die geht schnell unter. Wir wollen jetzt unter, über den Strand. Hi. Und dann. Genau. Wir können nämlich über den Strand zu unserem Campspot zurück. Ist bestimmt ganz nett. Thank you very much. Have a nice evening. Bye. Ja, das war doch schön. Schöner. Wie hast du vorhin gesagt, wir müssen uns ausführen? Nee, aus. Was? Wir haben uns Gassi geführt. Ja. Ich hatte ja gedacht, dass wir hier einfach so einen Waldweg langlaufen und dann an dem Leuchtturm ankommen, aber wir müssen halt einmal hier durch so ein Dorf durch. Ich muss sagen, ich fühle mich auch immer nicht so wohl, wenn ich so gekleidet bin. Wenn ich gewusst hätte, dass wir hier durchlaufen, hätte ich mich anders angezogen. Aber es ist irgendwie auch ein cooler Vibe hier, oder? Ja, entspannt. Ja. Also hier läuft so ein bisschen Musik, hier wird überall Essen verkauft und gegessen. Das rauschende Meer, die Palmen und die felsige Landschaft am Cape Three Points sind ein toller Start in ein neues Land. Nach 4 Nächten an diesem schönen Ort setzen wir unsere Reise entlang der Küste Richtung Osten fort. Die Küstenstadt Cape Coast steht schon lange auf unserer Liste. Bekannt ist die Stadt vor allem durch seine historische Bedeutung. Die Festung Cape Coast Castle steht stellvertretend für ein dunkles Kapitel in der Geschichte Westafrikas. Sich mit diesen Ereignissen auseinanderzusetzen, gehört für uns zu dieser Reise dazu. Nicht zuletzt, weil die Geschichte Afrikas und die der westlichen Welt auf brutale Weise miteinander verbunden sind. Es ist viel zu heiß, deswegen haben wir jetzt den schönen Raum, wo wir Lotta lassen können, ohne uns Sorgen zu machen, weil wir nämlich später noch hier was besichtigen wollen und da kann Lotta wahrscheinlich nicht mitkommen. Daran merkt man, dass wir hier in einem Land sind, wo viel Tourismus gibt, weil es hier einfach so viele Angebote gibt. Es gibt so viele Guesthouses und so Bars und sowas. Das gab es ja in Guinea nicht so richtig. Elfenbeinküste auch nicht so. Der einzige Grund, warum wir nach Cape Coast gekommen sind, ist, dass wir das Cape Coast Castle besichtigen wollen. Das ist ein sehr geschichtsträchtiger Ort und uns war von Anfang an klar, dass wenn wir in Ghana sind, wir auch hier hinkommen müssen und wollen. Und das machen wir jetzt. Cape Coast Castle wirkt bei Sonnenschein wie eine schöne historische Sehenswürdigkeit. Tatsächlich aber steht diese Festung für ein grausames Kapitel in der Geschichte der Menschheit. Oft wird sie auch als Sklavenburg bezeichnet, denn von hier aus wurden ab dem 16. Jahrhundert Hunderttausende von Menschen als SklavInnen nach Amerika transportiert und dort verkauft. Die versklavten Menschen stammten vor allem aus Westafrika. Oft waren es Kriegsgefangene aus Auseinandersetzungen verschiedener Stämme. Teilweise wurden Menschen aber auch entführt, um sie an westliche Händler zu verkaufen. So entstanden zwischen den westafrikanischen Eliten und den europäischen Händlern ein lukratives Geschäft, der transatlantische Sklavenhandel, der zur Verschleppung von 10 Millionen Menschen führte. Cape Coast Castle war Gefängnis und Handelsposten. Tausende Menschen wurden ohne Kleidung, Licht und medizinische Versorgung in unterirdischen Verliesen eingesperrt, wo sie bis zu 3 Monate in ihren eigenen Exkrementen mit wenig Essen darauf warteten, verkauft zu werden. If the ship arrived, they separate the stronger ones from those who were sick. Only the stronger ones made the journey. Those who were sick and couldn't make the journey was kept in this small room to die. Once you die, then you throw your body into the ocean. Wer diese Umstände überlebte, gelangte durch die Door of No Return auf ein Schiff. Diese Menschen wurden dazu gezwungen, ihre Heimat, ihren Kontinent und vor allem ihre Menschenwürde für immer hinter sich zu lassen. Auch wenn die Sklaverei auf der ganzen Welt mittlerweile offiziell abgeschafft und verboten ist, besteht sie bis heute fort. Moderne Sklaverei zeigt sich in Form von Kinderarbeit, Prostitution und Ausbeutung.
Menschenrechtsorganisationen werfen Katar vor, die Fußball-WM 2022 auf Sklaverei aufgebaut zu haben. Menschen, die dort auf den Baustellen gearbeitet haben, berichten von unzureichendem Arbeitsschutz, dass ihnen die Pässe entwendet wurden und dass Löhne teilweise nicht gezahlt wurden. Aber auch in Europa findet man moderne Sklaverei, nämlich in Form der Zwangsprostitution. Jedes Jahr werden mehrere tausend Frauen und Mädchen aus Osteuropa nach Westeuropa gelockt. Ihnen wird dort ein besseres Leben versprochen und Arbeit, zum Beispiel als Au-pair oder Servicekraft. Haben diese Menschen erstmal ihre Heimat verlassen, werden sie durch körperliche und psychische Gewalt in ein Abhängigkeitsverhältnis gebracht und dann zur Prostitution gezwungen. Wir sollten aus der Geschichte lernen und dafür sorgen, dass sich solche schrecklichen Ereignisse wie der transatlantische Sklavenhandel nicht wiederholen. Gleichzeitig dürfen wir nicht vergessen, dass Sklaverei bis heute noch fortbesteht. Schätzungsweise 40 Millionen Menschen leben weltweit immer noch unter menschenunwürdigen und sklavenähnlichen Bedingungen. Hier unten in der Beschreibung findet ihr noch ein paar nützliche Links zu dem Thema. Lange bevor wir in Deutschland aufgebrochen sind, war uns klar, dass diese Reise anders wird. Dass wir diesen Kontinent nicht bereisen können, ohne auch in die Vergangenheit zu schauen. Auch wenn wir auf dieser Reise mit den Schattenseiten der westlichen Welt und des afrikanischen Kontinents konfrontiert werden und wir uns damit auseinandersetzen wollen und müssen, wollen wir trotzdem nicht vergessen, dass diese Umstände und Ereignisse nicht alles sind, was diesen Kontinent ausmacht. Afrika ist mehr als nur Armut, Sklaverei und Kolonialismus. Viel mehr. Diese Reise findet oft zwischen Abenteuer und historischer Verantwortung statt. Es gibt viel zu lernen, aufzuholen, zu verstehen. Wir wollen uns darauf einlassen und nehmen euch auf diesen Weg gerne mit.